Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 und in der letzten Folge sind wir da wieder, ja, haben ein bisschen Stabilität gesorgt hier unten in Spanien und sind momentan dabei, unser Machtgefüge ein bisschen zusammenzuhalten, denn es gibt Gefahren, unter anderem durch unseren Großregenten, unseren der Herrscher unserer Handelsrepublik Visby, der will unbedingt einen Platz in unserem Rat haben. Allerdings will ich ihn ungern als, wie heißt es hier, Spitzel einsetzen, weil wir ihm nicht vertrauen und er ist auch uns persönlich nicht positiv gesonnen. Deswegen werden wir da eine kurze Rochade machen. Und zwar werden wir unseren Hochspitzel hier wieder umtauschen. Und zwar werden wir, wo haben wir es da? Genau, unseren Berater Monio. Ratsposition ändern. Ja, und zwar wird er jetzt Hofspitzel. Zack, genau, dann ist er jetzt Hofspitzel. Er hat dann nur 8, ist also nicht so fähig. Aber wir können dann als Berater eben den anderen da auswählen. Das heißt, wir werden erstmal hier. Können wir nicht da Ratsmitglied entlassen? Ja, Berater. Ich weiß, das wird erstmal die Meinung verschlechtern. Aber da können wir hier halt eben Visby hier nehmen, damit wir den da erstmal ein bisschen, also nicht Visby, also hier Faste, damit wir den da erstmal ein bisschen beruhigen. Er ist natürlich hier Ruhmsucht, der ist jetzt nicht unbedingt uns wohlgesonnen. Wobei jetzt ist die Meinung ein bisschen höher. Das ist schon mal gut. Aber so können wir den so ein bisschen ruhig halten. Und für Monio macht das echt nichts aus. Wir brauchen momentan jetzt nicht unbedingt einen wirklich guten Hofspitzel. Nicht unbedingt. Wir sind auch nicht wirklich der Intrigant. Wir sind da eher auf Diplomatie bedacht und damit können wir ihn auf jeden Fall ein bisschen ruhig halten. Oh, und noch zwei Sachen. Das schauen wir uns gleich an. Wir haben hier weitere Enkel bekommen, beziehungsweise Urenkel. Ein Urenkel und unsere erste Urenkelin. Und zwar hier der König von Aragon, unser Enkel. Der ja mit der Königin von Aragon verheiratet ist. Die haben Kinder bekommen. Und er hat einen Sohn, und zwar Henrique oder Henrique Alvarez de Grumpa. Und er ist jetzt ja auch der offizielle Nachfolger auf das Königreich Aragon. Und das würde rein theoretisch bedeuten, wenn alles glatt läuft, dass wir irgendwann die Titel König von Schweden und König von Aragon vereinen werden. Wenn alles gut läuft. Aber das ist erstmal nebensächlich. Nur als Spieler quasi relevant. Und weil es interessant ist. Und dann haben wir noch unsere Urenkelin. Und zwar Dordia Alvarez. Erst im letzten Jahr geboren worden. Und ansonsten, nee, die kennen wir ja schon. Hier, Vincente Stenkiles ist volljährig geworden. Und für den werden wir gleich mal eine passende Ehefrau suchen. Also jetzt haben wir hier die Rache der alten Götter. Als Antwort auf das neue Zeitalter der Kreuzige und des Dschihad der abrahamitischen Monotheisten hatte der große Hohepriester Pigne alle sumuskowischen Schamanen über die Pläne für eine großartige sumuskowische heidnische Antwort unterrichtet. So können jetzt alle heidnischen Religionsführer ihren eigenen großen heiligen Krieg erklären. Dies könnte der Anfang einer nie dagewesenen heidnischen Aggression sein. Sperrt eure Söhne und Töchter weg. Okay, das ist natürlich gefährlich, weil wir hier mit Diefland doch jemanden haben, der doch einigermaßen stark ist. Man könnte natürlich den Krieg erklären, hier Heiliger Krieg und alles mögliche, aber das ist für uns uninteressant. Wir wollen ja eher keinen Krieg. Sie gibt uns schon wieder hier Hinweise. Ja, wir werden aber trotzdem die Information für uns behalten, weil wir die Person nicht öffentlich anprangern. Das ist nicht unsere Sache. So, wir wollten jetzt für unseren Enkel, genau, jemanden suchen. Oh, unsere Cousine ist verstorben mit 71. Okay, haben wir nicht mitbekommen. Natürlicher Tod. Ja, sie hat ein schweres Leben gehabt. Wie so viele in unserer Dynastie verrückt geworden. Okay, Vincente braucht jemand. Wir suchen dann auch da jemanden, der keine materielle Heirat
Ja, hier ebenfalls. Man könnte hier auch argumentieren, hier würde es ausreichen, wenn es eine Baronie ist oder irgendwie involviert ist, weil er selbst später Baron sein wird. Aber trotzdem versuchen wir natürlich jemanden zu finden, der da ein bisschen prestigeträchtiger ist. Hier sie vielleicht, weil er hier ist ja der Herzog von Moray und von Galloway. Und hat einige Posten in Schottland. Das könnten wir vielleicht machen, auch wenn wir mit Schottland jetzt eher weniger zu tun haben. Ist aber immerhin ein Herzog. Von daher, ja, ich denke, das kann man machen. Wo haben wir sie? Hier. Zack, senden wir. Hauptsache hat jemand gefunden, der wenigstens ein bisschen was an Prestige hat. Beziehungsweise halt, weil Titel und so. Genau. Okay. Ja, mittlerweile 67 geworden, gerade eben. Wir könnten ja mal hier ein Sommerfest abhalten für unsere Bevölkerung. Ich habe verfügt, dass im Sommer ein Markt in Porto stattfinden soll. Das sollte die Bauern glücklich machen, ja. Um auch ein bisschen für Ruhe zu sorgen und das auch mal... wir sind ja ein Gesellschaftsmensch, also deswegen kann man das auch mal machen. Auf das Sommerfest hatte ich einen Affendompteur eingeladen. Die Forschung lief so lange gut, bis sich einer der Affen weigerte, auf ein Schwein zu reiten. Der Dompteur schlug den Affen mit einem Stock, worauf ihn die anderen Affen attackierten. Sie bissen ihn und schlugen ihn mit seinem eigenen Stock. Geschieht ihm recht oder hier ist euer Geld und packt euch fort? Ja, wir geben ihm Geld hier. Da haben wir ein bisschen Prestige bekommen. Die 5 Dukaten, da haben wir schon ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Ihm können wir ja nicht sagen, dass er da mal aufhören soll mit dem Krieg. Ein Wandermönch stört das Sommerfest mit seinen Predigten über Sünden und das Ende der Welt. Sein Gelaber verängstigt manche, doch der Großteil der Menge triezt ihn, lacht ihn aus. Ja, er gehört zum Unterhaltungsprogramm. Verlieren wir ein bisschen Pietät, aber wir werfen ihn nicht raus. Wie gesagt, da sind wir relativ gelassen. Wenn die anderen sich da amüsieren, ist das, denke ich, in Ordnung. Der für das Sommerfest verpflichtete Hofnarr rannte mit seiner dämlichen Glockenmütze umher und bevor ich reagieren konnte, schlug er mich mit seiner Narrenpritsche. Alle fanden dies wie auch seine sonstigen Scherze bzw. Beleidigungen sehr lustig. Das wäre eher lustig, okay. Okay, da haben wir kein Problem. Wir haben sogar Prestige bekommen. Die Hausierer laden ihre Waren auf und die Händler bauen ihre Stände ab. Die Jongleure fahren Schauspieler und das andere Unterhaltungsvolk bereitet sich auf die Abreise vor. Das diesjährige Sommerfest ist zu Ende. Es hat großen Spaß gemacht. Sehr schön. Und wir werden dann auch bald mal hier ein Gelage abhalten. Warten wir halt eben noch. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Die Bedrohung ist hier von Pero. Er ist auch ein mächtiger Vasall. Können wir hier vielleicht eine Heirat arrangieren? Und ein Verlöbnis? Eher nicht, okay. Wir senden ihm mal Geld. Vielleicht beruhigt er sich dann ein bisschen. Was will denn der machen? Wahlnachfolge in Schweden, ja. Wird er doch sicherlich beenden, oder? Wir können ihn das nicht fragen. Ja gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, der ist, glaube ich, unser mächtigster Vasall, aber... Klar sollten wir nicht unterschätzen, aber wir versuchen das ja halt eben wieder ganz üblich mit Geld zu lösen. Davon haben wir ja genug.
So. So, wir haben die Beziehung hier mit Norwegen verbessert. Das ist sehr, sehr schön. Wir können, haben jetzt hier 100. Und er will immer noch keinen Nicht-Angriffspakt. Also ich glaube, das wird auch nichts mehr mit ihm. So, und unsere Enkelin ist auch bald erwachsen. Okay. Ja, jetzt haben wir das verpasst, weil das muss November oder so sein. Ja, November, das heißt November oder Dezember. Nein, Dänemark wird angegriffen, oder wie? Im Krieg mit Pommern und mit Sizilien. Aber ich glaube, wir werden hier reingerufen. Ja, werden wir akzeptieren. Ah, Polen ist hier auch. Aber das ist doch fast vorbei. Okay, also da brauchen wir ja nichts mehr zu machen. Da werden wir quasi nur formal reingerufen. Aha. Okay, das ist vorbei. Ja, die frühere Hofspitzelin von Dänemark. Oder von Jylland war das gewesen. Oder Jylland. Nee, Jylland, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich, weil sie miteinander verwandt sind. Von daher, also die bauen sich da schon irgendwie was auf. Interessant. Sehr interessant sogar. Haben die jetzt eigentlich hier diese Stadt erobert? Ist jetzt nicht zu erkennen. Stimmt, wir wollten noch jemand schauen für unsere Baronie. So, Raimundo hat eine Tochter bekommen. Ich möchte sie gerne Guiomar nennen. Ja, da haben wir erstmal, denke ich, nichts dagegen. Wir schauen mal nach, wen wir da den Titel geben können. Raimundo wäre eventuell möglich, allerdings würde das ihn dann ausschließen hier von Herzogtum Portugal. Das ist natürlich wieder ein bisschen schade. Hier würde ich das gerne ein bisschen raushalten, weil, wie gesagt, Diogo Estevao Diogues hat ja rein theoretisch auch die Möglichkeit, dass er da irgendwann mal involviert wird. Aber wir könnten ihm natürlich trotzdem das geben. Ist halt eben die Frage. Wenn wir Raimondo, ich weiß halt eben nicht, ob er es dann trotzdem erben kann, ob er dann nicht ausgeschlossen wird. Aber ich denke, wir geben das einfach mal hier Raimondo. Ja, wir werden ihm einfach mal diesen Titel gewähren, die Baronie Krumperburg. Er soll gut darauf aufpassen. Und ja. Ist er jetzt ausgeschlossen davon? Wir schauen mal nach dem Herzogtumtitel Portugal. Da können wir schauen, wer jetzt als. Nee, er ist noch drin. Okay, alles gut. Dann war das eben ein bisschen Blödsinn, aber er ist jetzt halt eben der Baron von Krumperburg. Was doch ganz schön ist. Ja, er wollte einen Titel errangen. Ja, hat er jetzt. Also haben wir eigentlich alles richtig gemacht. So. Ich denke, dass wir mit den nötigen Druckmitteln einen eurer Vasallen von der Teilnahme an Verschwörung abhalten können. Wir werden höflich anfragen. So oder so, wie immer. Ja, sie hat das abgelehnt. Gut, ist halt eben so. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir vor 25 Jahren den Titel übernommen. Hier am im September. Ja, 25 Jahre. Das heißt, wir werden, wenn wir es als Herrscher noch miterleben, werden im September unsere Hauptstadt hierhin verlegen. Aus dem Grund, um eben das jetzt ein bisschen zu manifestieren. Vorher habe ich mich ja ein bisschen da gesträubt, unseren Haupt,
Sitz da zu verlegen, weil wir ja unsere Wurzeln, wir sind ja sehr auf unsere Dynastie bedacht und unsere Wurzeln liegen einfach hier in Portugal. Wir sind uns ja bewusst, dass wir aus zwei Dynastien stammen, beziehungsweise wir haben einen Großvater, der mal König war in Schweden und unsere Mutter war auch mal kurz Königin. Von daher ist uns das natürlich bewusst, dass wir auch Wurzeln hier teilweise in Schweden haben, unsere Dynastie aber natürlich in Portugal. Und am Anfang wäre das eben nicht nach meiner Auffassung realistisch gewesen, da jetzt das rüber zu transferieren, direkt, einfach so. Mittlerweile sind aber 25 Jahre vergangen. Und er baut sich langsam da, er hat sich da ein Konstrukt aufgebaut, ja, es ist relativ stabil, es gab keine Aufstände hier in Schweden. Die Leute haben ihn, denke ich, doch schon teilweise akzeptiert. Die meisten auf jeden Fall. Gibt natürlich hier die zwei, die jetzt nicht ihn akzeptiert haben oder beziehungsweise nicht gut leiden können. Und ich denke, es ist jetzt eben an der Zeit, hier die Hauptstadt hinzuverlegen. Nach 25 Jahren als Jubiläum. Wenn wir es denn noch mitbekommen. Wäre natürlich jetzt super logisch und super lustig, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt vorher ja draufgehen würden. Aber dann wäre das wieder so ein Safe Call gewesen. So, wenn man irgendwie, ja, man sollte das nicht erwähnen und bla bla bla. Ihr kennt das ja. So. Graf Pero will jemanden umbringen. Finden wir natürlich nicht so toll. Ja, können wir nicht fragen, ob er damit aufhören will? Nee, das geht nicht. Okay. Deswegen denke ich, und wir sind ja jetzt König von Schweden und gerade auch das mit dem der Thronräuber und sonst was, damit wir quasi uns da zeigen hier, schaut, wir sind genauso Schwede wie ihr. Natürlich behalten wir die Kultur, die werden wir nicht ändern. Das ist klar. Also er wird das auf jeden Fall nicht tun. Okay, der Gegenpapst ist gestorben. Jetzt gibt es einen anderen Gegenpapst. So, wir sind im September, haben jetzt, glaube ich, 10 Tage verpasst, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und werden das jetzt vollziehen, wenn hier in Östergötland unsere Hauptstadt verlegen. Zack, und damit ist das unsere neue Hauptstadt. Oh, wir können direkt Technologien erforschen. Okay, wir können auf zwei Seiten was machen. Sitten des Adels, ja, Sitten des Volkes, Sitten der Religion, Majestät. Ja, hier, da können wir kriegen wir ein bisschen Prestige gewinnen. Ich denke, das passt ganz gut. Aber wir können noch was auswählen. Legalismus. Ist halt eben die Frage, für uns momentan eher uninteressant, weil wir keine Gesetze oder sonst was da machen. Deswegen machen wir mal hier Sitten des Volkes, also hier Stadtvasallenmeinung. Hier könnten wir ja bauen. Ist, denke ich, klar. Haben ja selbst was gebaut. Die Hauptstadt ist zwar nicht unsere, das können wir, glaube ich, nicht auswählen, oder? Dass hier die Hauptstadt ist. Ich glaube nicht, aber okay. Man könnte hier ein bisschen was ausbauen, aber wir haben die Stadt, also die Burg gebaut. Das reicht. Okay, was haben wir hier? Die nächste Hochzeit. Ja, das werden wir natürlich auch akzeptieren. Ja, das heißt, Kinder aus dieser Ehe werden unserer Dynastie angehören. Das heißt, auch Norwegen wird irgendwann der Dynastie de Krumpe angehören. Wir werden natürlich unseren Teil hier hinten nicht vergessen. Also so ist das jetzt nicht. Aber der Fokus liegt ganz klar hier in Schweden jetzt. Aber werden natürlich unsere portugiesischen Wurzeln nicht vergessen. Okay, Melinka, unsere Schwiegertochter ist verstorben. Die Ehefrau von Monjo. Was er jetzt macht, das ist ihm überlassen. Wir werden da nichts beschränken. Werden ihn aber auch jetzt nicht mehr irgendwie zwingen, dass er nochmal verheiratet ist. Unser Enkel hat einen weiteren Sohn bekommen. Er möchte ihn gerne Gil nennen. Oder Gil. Je nachdem.
Ist jetzt die Frage. Ja, ich denke, das können wir so lassen. Ist erstmal in Ordnung. Schaut mal unseren Sohn an, unseren Erben. Ob wir jemals mit ihm spielen werden? Er ist schon mittlerweile 51. Ja. Er hat relativ früh sein erstes Kind bekommen. Und hält lange durch. Unsere Ehefrau ist schon über 70. Das ist schon ganz schön heftig, ja, das kann man so sagen. Wir werden das wahrscheinlich, das wäre natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir dann später wirklich 80, 90 sind und dann noch mitbekommen, wie wir Ururenkel bekommen. Das wäre natürlich krass. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen die Zukunft. Ah, hier sehen wir es. Der Deutsche Orden hat jetzt hier, ja, hat jetzt Gebiete bekommen. Der Deutsche Orden im Bestreben der Verteidigung von Polen gegen heidnische Angriffe hat König schon dem Deutschen Orden die Grafschaft Wismar gewährt. Diese Provinz wurde nie vollständig besiedelt und die Bevölkerung ist größtenteils immer noch heidnisch. Diese noble Geste könnte dabei helfen, die gefährdete Grenzen von Polen zu schützen und den Heiligen Krieg gegen die Heiden voranzutreiben. Die Ungläubigen sollen erzittern. Genau. Natürlich interessant wegen hier Livland. Aha. Er versucht hier wieder irgendwelche Ansprüche zu fingieren. Können wir vielleicht wieder Geld locker machen? Er hat jetzt einen Anspruch hier, der Herzog von Galizien. Und wir haben einen weiteren Urenkel bekommen. Und sie möchte, also er möchte ihn gerne Afonso nennen. Ich denke, wir werden auch hier den Namen von dem König hier übernehmen. Einer. Deswegen nennen wir ihn Afonso Einer. Damit das ein bisschen quasi zeigen soll, dass wir hier. Das sind Zwillinge. Einer und dann hier vielleicht noch. Ja, dann nehmen wir auch ihm seinen Namen. Namen seines. Ach, das ist unser Cousin. Okay. Ja, Eichstein. Muno Eichstein. Ja, eine schöne Kombination. Auch was die Namen angeht, das habe ich ja schon mal angesprochen, das wurde ja auch in den Kommentaren da mal vorgeschlagen, dass wir langsam von den Namen jetzt hier Richtung schwedischen Namen gehen. Ich würde das jetzt nicht knallhart durchziehen mit den schwedischen Namen, sondern vielleicht eher in diese Kombinationsweise. Ist zwar ungewöhnlich, aber würde, denke ich, ganz gut passen. Das heißt, wir sind trotzdem auf unsere portugiesischen Wurzeln bedacht. Also das werden wir nicht vergessen. Das ist auch historisch, denke ich, gar nicht mal so unrealistisch in Anführungszeichen. Weil wenn jetzt hier ein König jetzt beispielsweise hier in Dänemark jetzt König hier geworden ist oder da, haben die sich ja auch nicht direkt umbenannt oder sowas. Okay, er möchte gerne hier die Heirat arrangieren mit unserer Enkelin. Okay, mit dem Herzog von Berry, Prinz von Aquitanien. Stimmt, genau. Akzeptieren wir. Sehr schön. Oh, unsere Enkelin ist gestorben. Maria Mones, die gerade erst noch zwei Kinder bekommen hat. Hatte Lungenpest. Das ist natürlich tragisch. Ja, finden wir natürlich nicht so toll. Können wir jetzt eigentlich hier einen Nicht-Angriffspakt machen? Hat da immer noch nicht. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern von der politischen, von den politischen Vorbehalten her. Haben wir eigentlich jemanden da, der noch erwachsen geworden ist? Den wir da noch irgendwie heiraten müssen? Sie ist verheiratet. Sie ist verheiratet. Ja, Stenkildis ist jetzt auch erwachsen. Für den suchen wir natürlich auch da noch jemanden. Ja, erstmal nur Erwachsene schauen, ob wir da jemanden finden, der da irgendwie akzeptabel wäre. Sie wäre auf jeden Fall hier schon mal, würde abstammen vom König von Sizilien. Mehr oder weniger hat sie was mit
mit der Herzogin von Kent zu tun, kommen aber nicht aus der gleichen Dynastie. Okay, warte, dann schauen wir nochmal. Das war sie. Gohilde. Hätte hier verschiedene Ansprüche, ist natürlich eher uninteressant, aber okay. Ihr Bruder war Herzog von Apulien und Capua. Interessant. Halten wir uns mal im Hinterkopf, das wäre eventuell eine Möglichkeit, wenn wir da jetzt niemanden finden, der da irgendwie direkte Beziehungen zu Königshäusern oder Herzögen hat. Aber es sieht nicht so aus. Ne, dann nehmen wir sie. Wo haben wir sie? Gohilde. Ja, die hat ja wenigstens so ein bisschen was mit Königshäusern zu tun. Senden das. Und ansonsten schauen wir nochmal nach. Sie hier dürfte noch nicht. Nee. Und Estovao Halsten, der ist auch bald erwachsen. Wann wird er erwachsen? 23. März, das heißt im nächsten Jahr. Sehr schön. Dann wird er unser neuer Marschall. Aber ja, wirklich fähig wird er wahrscheinlich nicht sein. Nee, aber das interessiert uns eher weniger. Wir sind überzeugt von seinen Fähigkeiten, weil er ja der Sohn unseres Sohns ist. Hört sich zwar blöd an, ist aber so. Titel können übernommen werden. Herzogtum Ostlandet. Hiervon. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das tun würden. Wir besitzen 3 Besitztümer davon. Ah, okay, das ist hier von unserem Vasallen. Hängt das da mit ab? Man könnte das jetzt übernehmen. Ist jetzt halt eben die Frage, das würde Prestige bringen. 100 Gold kosten. Dann würden wir nochmal einen Herzogtitel übernehmen. Wir sind aber eigentlich... Ja, wir lassen das jetzt erstmal. Wir sind zufrieden mit dem jetzigen Status quo. Wir wollen da jetzt nicht noch mehr. Das würde er als Affront deuten. Was ich auch verstehen könnte. So, ich möchte noch hier kurz warten wegen Estevao Halsten. Ah, schaut mal. Sarah, die Eiserne, ist gestorben. Und er hat jetzt übernommen. Und wieder der Deutsche Orden. Im Beschreiben der Verteidigung von... Achso, hat hier wieder Gebiete bekommen. Ist genau der gleiche Text, nur dass jetzt diesmal eine andere, diese Provinz hier, abgegeben worden ist. Wir werden hier ihm mal Geld senden. Okay, jemand ist umgebracht worden. Oh. Nee, der ist an schlechter Gesundheit gestorben. Unser zweiter Sohn, der tot ist. Und Vincente hat übernommen. Vincente... Baron Vincente von Viana do Castello. Auch ein sehr schöner Name, also der komplette Titel. Er ist natürlich jetzt nicht mehr Hofkaplan. Suchen wir mal hier jemanden Hofgeistlicher. Wir haben hier keinen Verwandten, den wir hinsetzen können. Auch keinen mächtigen... Ah doch, hier haben wir doch einen Verwandten. Warum wird er uns hier nicht angezeigt? Also, dass hier dieser Tropfen dabei ist. Ja, 9 ist in Ordnung. Den nehmen wir. Na, er soll mal hier den Klerus in Rom beeinflussen. Ja, so. Obwohl hier Estevao Halsten unser Schützling ist, haben wir da relativ wenig mitbekommen. Meine Dienste, die Arbeiten in Östergötland schreiten unter den Argusaugen eines Meisterarchitekten gut voran, welcher mich unter seine Fittiche genommen hat und mir alles, was er über den Gebäudebau weiß, beibringt. Dieses Wissen wird mir bei meiner Arbeit sehr hilfreich sein. Das ist schon mal gut. Oh, wer ist jetzt hier gestorben? Herzog von Östergötland und jetzt hat sein Sohn übernommen. Wir schicken hier ebenfalls, höchstwahrscheinlich sein Sohn, auch erstmal Geld. Er ist auch depressiv. Und unser Vasall hat ihm hier den Krieg erklärt. Okay.
Interessant. Ja, unsere Vasallen, die sind relativ expansiv. Also die wollen da sich doch ein bisschen weiter ausbreiten. Ja, der Deutsche Orden, habe ich schon gesehen, hat hier wieder was dazu bekommen. Auch wenn nicht jedes Mal neu durchzulesen. Sind immerhin 7000 Truppen. Aber ich glaube, das sind nicht alles seine Truppen. Nee. Die militärische Lehrzeit von Klein Estevauerhalsen ist abgeschlossen. Es scheint, er hat die grundlegenden Kenntnisse erworben. Er ist ein zäher Soldat. Okay, ich denke, das sollte zu unserer Überzeugung ausreichen. Er ist zwar nicht fähig, aber okay, er ist eher ein Diplomat. Ja, wir haben uns um ihn gekümmert. Ist klar, was passiert. Er wird natürlich eher ein Diplomat als ein Kämpfer. Also ist uns aber egal. Wir sind von seinen kämpferischen Fähigkeiten überzeugt. Er ist unter anderem ein ehrlicher Charakter. Er ist keusch, gütig, gefressen und homosexuell und natürlich ein zäher Soldat. Und er wird unser neuer Marschall. Oh, schaut mal, er ist Ruhmsucht. Er ist uns nicht so. Ja, klar, ist er trotzdem wohlgesonnen, aber nicht. Ja. Wo haben wir denn? Hier haben wir Estevauerhalsen. Ja, der ist überhaupt nicht fähig. Einfach null, aber. Wir werden natürlich Truppen ausbilden. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und werden natürlich dann in der nächsten Folge eine passende Partnerin suchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Krumper und hoffentlich noch ein bisschen länger mit König Alvaro Josef von Schweden.